Klänge und Schleifen in Scratch. Waldtraut, der Waldgeist. In diesem Programm werden wir uns mit Klängen in Scratch beschäftigen und eine Schleife mit Wiederhole, bis ein Ereignis eintritt, in das Skript einbauen. Wir beginnen wieder mit der Vorbereitung der Bühne. Wir löschen die Katze, die wir nicht mehr benötigen, und holen uns einen passenden Hintergrund. Und zwar die Grafik Wutz aus dem Themenbereich Natur. Anschließend füge ich eine neue Figur aus der Bibliothek ein, und zwar aus dem Bereich Fantasie, die Grafik Ghost 1. Diese Figur verkleinere ich mit dem Verkleinern-Werkzeug und anschließend positioniere ich den Geist in der linken oberen Ecke der Bühne. Unser Geist soll nun auf der Bühne hin und her fliegen und immer vom Bühnenrand abprallen. Dies soll so lange passieren, bis vom Benutzer die Leertaste gedrückt wird. Zu Beginn und bei Ende des Geisterfluges soll jeweils ein Klang ertönen und eine Denkblase beim Geist angezeigt werden. Unser Programm beginnen wir wieder mit dem Skriptkopf mit grüne Fahne angeklickt. Diesen finden wir in der Kategorie Ereignisse. Danach positionieren wir den Geist mit dem Bewegungsbefehl Gehe zu XY. Ich ziehe den Befehlsblock in den Skriptbereich. Es sind die aktuellen X- und Y-Koordinaten eingetragen. Anschließend richten wir den Geist mit dem Befehl Setze Richtung auf 90 in Richtung rechts aus. Damit wir in Scratch Klänge ins Programm einbauen können, müssen wir diese über Objekte bereitstellen. Dazu wechseln wir bei der Figur Geist in den Register Klänge. Wir sehen einen voreingefügten Klang Pop, den wir im Anschluss löschen werden. Ich füge nun über die Schaltfläche Klang aus der Bibliothek wählen einen Klang aus der Klangbibliothek aus. Und zwar als ersten Klang den Sound Cricket. Über die Schaltfläche Play kann ich jeden Sound vorhören. Ich füge per Doppelklick den Klang Crickets ein. Den nicht benötigten Klang Pop wähle ich aus und lösche ihn über das kleine X. Einen zweiten Klang, den wir bei Programmende einsetzen werden, fügen wir ebenfalls ein. Ich öffne wieder die Klangbibliothek, scrolle etwas nach unten und füge den Klang Door Creak, ein Türknarren, per Doppelklick ein. Ich hätte auch die Möglichkeit, über das Mikrofonsymbol einen eigenen Klang mit einem aktivierten Mikrofon aufzunehmen oder eine Klangdatei hochzuladen. Ich wechsle nun wieder in den Skriptebereich und aktiviere die Befehlskategorie Klang. Ich ziehe den Befehlsblock Spiele Klang in den Skriptebereich, docke ihn dort an und wähle im Klappfeld einen der zur Verfügung gestellten Klänge aus, in diesem Fall den Klang Crickets. Ich teste nun das Programm mit einem Klick auf die grüne Flagge. Der Geist ist nun in der linken oberen Bühnenecke positioniert, nach rechts ausgerichtet und danach wird der Klang Crickets abgespielt. Ich füge nun aus der Befehlskategorie Aussehen den Befehlsblock Denke Hm für 2 Sekunden ein und ändere den Text per Doppelklick auf
Jetzt fliege ich los. Die Anzeigedauer lassen wir bei 2 Sekunden. Danach rufe ich die Befehlskategorie Steuerung auf und ziehe den Schleifenbefehl Wiederhole bis in den Skriptbereich und füge ihn an unserem Skript an. Alle Befehle, die jetzt innerhalb dieser Schleife eingefügt werden, werden so lange ausgeführt, bis eben dieses Ereignis, das wir hier definieren, eintritt. In unserem Fall wäre das der Druck der Leertaste. Tastendruck wird über Befehle aus der Befehlskategorie Fühlen abgefragt. Wir ziehen nun den Befehl Taste Leertaste gedrückt in unseren Schleifenbefehl. Wir sehen nun, dass dieses Sechseck weiß aufleuchtet und damit können wir diesen Befehlsblock einfügen. Über das Klappfeld, wo Leertaste nun angezeigt ist, könnte ich auch andere Tasten auswählen. Für uns passt aber Leertaste. Somit ist der Schleifenkopf fertig und wir können die entsprechenden Bewegungsbefehle in die Schleife einfügen. Als erstes fügen wir den Befehl Gehe 10er Schritt in die Schleife, ändern den Wert auf zum Beispiel 12. Danach ergänzen wir den Bewegungsbefehl Drehe dich um 15 Grad, ändern den Wert auf 7 Grad und anschließend fügen wir noch den Befehl Pralle vom Rand ab ein. Dieser Befehl bewirkt, dass der Geist nicht über den Bühnenrand hinausfahren kann. Damit der Geist nun bei der Drehung nicht wieder am Kopf steht, öffne ich die Objekteigenschaften des Geistes mit einem Klick auf das I und ändere den Drehmodus auf nur links, rechts. Danach schließe ich den Eigenschaftendialog wieder. Mit einem Klick auf die grüne Flagge teste ich das Programm. Nach dem Leertastendruck wird die Bewegung des Geistes abgebrochen. Die Schleife wird verlassen. Wir fügen nun unter der Schleife noch Befehle zur Verabschiedung ein. Wir wechseln wieder in die Befehlskategorie Klang und fügen den Befehl Spiele Klang Door Creak ein. Es wird dann ein Türknarren abgespielt. Danach ergänzen wir den Befehlsblock Denke für 2 Sekunden aus der Kategorie Aussehen und fügen wieder den gewünschten Text ein. In dem Fall, ich gehe jetzt schlafen. Den Zeitwert ändere ich von 2 auf 3 Sekunden. Ein sauberes Programmende erreichen wir mit dem Hinzufügen des Steuerungsbefehls Stoppe alles. Ich starte nun das Programm. Nun drücke ich die Leertaste und das Programm ist beendet.